Und glauben Sie, die Tage, da hat es mich erwischt, ne? Da habe ich flach gelegen, aber so flach wie schon lange nicht mehr. Also flacher geht gar nicht. Weil ich war so ein richtiger Flachmann. Ja, kennen Sie doch, ne? Dicken Kopf, Temperatur, Gliedschmerzen, Schweißausbrüche. Ja, da deutete alles auf einen Erreger hin. Ja, da habe ich in meiner Erregung direkt meinen Hausarzt angerufen und ihn gebeten, doch mal vorbeizukommen und mich anzugucken. Ne? Ja, wie ja der Beruf Hausarzt schon verspricht. Ja, wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Sind Sie doof? Ich komme doch nicht zu Sie nach Hause. Nachher stecke ich mich noch an. Ne? Ja, wer weiß, was Sie haben? Ich denke, Sie wissen das als Arzt. Da sagte er, ich mache doch bei Kassenpatienten keine Hausbesuche mehr. Ne? Das kann ich doch praktisch nicht mehr abrechnen. Und den Sprit bezahlt mir auch keiner. Er sagt, in der Zeit, wo ich bei Sie als Hausbesuch bin, stirbt mir womöglich ein Privatpatient weg. Ne? Ja. Ja, er sagte, oh, so ist es doch. Ja, er sagte, wenn ich vorbeikäme, könnte er vielleicht was für mich tun. Aber ich sollte viel Zeit mitbringen. Das Wartezimmer wäre rappelvoll mit Privatpatienten. Also heute wäre sein Glückstag. Besser wäre, ich käme nicht. Ne? Ich könnte mich ja zu Hause selber behandeln. Und dann sagt er noch einen kleinen Tipp am Rande, Herr Knebel, schlafen ist die beste Medizin. Ja, hör mal. Und dann hat er aufgelegt. Der Arsch, ne? Ja. Was blieb mir übrig, als mich selbst zu heilen? Da habe ich erst mal nach meiner Frau gerufen. Ich sag, Schwester Gusse, was empfiehlst du mir, um den Virus in mir sein Herr zu werden? Da meinte sie, leg dich erst mal hin und dann lüften wir durch. Damit der Virus auch raus kann, wenn wir dem jetzt zusetzen. Und dann bringe ich dir einen heißen Tee mit Zitrone mit. Ne? Und heute Mittag mache ich dir eine richtig fette Hühnersuppe. Aber die Gusse war kaum bei uns in der Küche verschwunden, um unser Huhn zu verwursten. Da ruft der Bernie Kapellmann an. Ja, kaum kriegt er mit, dass ich krank bin, fängt er an, mir Tipse zu geben. Wadenwickel und Brustwickel mit Quark. Nee, da wird er total drauf stehen. Und wenn Kälte nicht helfen tät, dann wäre Hitze oft besser. Ja, der Kurt Harras, der wird total auf Schlenzbäder schwören. Ja, da gehst du in eine kochend heiße Badewanne, also mit Wasser drin, ne? Bis du das nicht mehr aushältst. Und dann ziehst du dich an wie einer vom Südpol. Ne? Also Schlappanzug, Bademantel, Skipullover, Parker, Schal, Mütze. Und dann ab im Bett und schwitzen, bis der Arzt kommt, sagt er. Ich sag, der kommt aber nicht. Ich sag, den habe ich schon angerufen. In dem Moment geht der Fernseher an. Zeitschaltung. Da läuft da gerade so ein Gesundheitsmagazin, aber über Krankheiten. Und der Fernseharzt empfahl neben viele andere Kniffs und Tipse in jedem Fall abends, was sagt er, 3 Liter warmes Bier mit Honig zu sich zu nehmen. Ich denke, Herbert, das is it, ne? Ja, aber ich sofort nach der Küche. Ich sag, Schwester Guste, hast du das Huhn schon getötet? Wir müssen umdisponieren. Geh mal Honig holen. Bier ist ja im Haus, ne? Ja, hör mal, und dann habe ich gar nicht auf den Abend gewartet, sondern direkt, als meine flotte Biene mir den Honig gebracht hatte, mit der Umsetzung von der Therapie angefangen. Hör mal, kaum hatte ich die 3 Liter Intus, boah, da fielen mir auch schon die Augen zu, ne? Und ich fiel in einen Koma-ähnlichen Schlaf, wo ich träumte, ich wäre im Land, wo Bier und Honig fließt. Und aber auch andere Flüssigkeiten, ne? Hör mal, und als ich nach 2 Tagen wieder wach werd, steht mein Arzt, der Pfarrer und meine Frau am Bett. Ja! Und alle rufen, gelobet sei Jesus Christus, er lebt. Ja! Da hat der Arzt den Totenschein direkt in eine Tonne kloppen können, ne? Also in die Tonne für Kassenpatienten, ne? Ja, ich sag, Leute, ich fühle mich wie neugeboren.
Sie hatten recht, Herr Doktor. Schlafen ist die beste Medizin. Ich sage es euch.